Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar. Herzlich willkommen zurück zu Foundations. Ich habe schon mal gespielt in der Alpha-Version und jetzt ist es im Early Access. Los geht's zur zweiten Runde. Tolles Spiel, ich bin gespannt, was Neues. Los geht's. Neues Spiel. Vorstellung, ich habe schon mal geguckt. Wir nehmen die Karte Flussbett. Los geht's. Tolle Musik. Das ist schon mal die halbe Miete. Ah, da sind wir. So. Okay. Das sieht sehr cool aus. Das erinnert mich so ein bisschen ans Rheintal. Wer es kennt? Die Drachenburg und so. Drachenfels. So, wo bauen wir denn hin? Also viele Brücken. Also das wird ziemlich cool. Aber wir haben hier, glaube ich, nur einen Hügel. Und zwar hier oben irgendwo. Da. Da müssen wir dann Purple hinbauen. Also ich denke mal schon, dass wir hier hochbauen. Und hier kommen die... Okay, muss ich mal gerade gucken. Okay, pass auf. Wir nehmen als Startlocation, nehmen wir doch mal... Hier. Bing! Ah, ihr habt einen neuen Auftrag. Baut ein Dorfzentrum. Dann bauen wir mal ein Dorfzentrum. Oh, das ist neu. Aha, Denkmal. Ah, nee, oder? Gibt's neue Dekorationen? Oh, ich hoffe doch. Dorfzentrum. Okay, das ist nur so ein Brunnen. Ja, oder ein paar Kisten. Bläm. Ach, da sind sie. Guck mal, neue Mannequin. Guck mal, endlich. Sie haben ja gesagt, dass man in der Alpha-Version nur Placeholder. Geil. Super, ich freue mich gerade super, mit euch das spielen zu können. So, gehen wir mal in den Ruhemodus und genießen dieses Spiel. Holzfällerlager. Sammlerhütte. Machen wir erstmal das Holzfällerlager. So, Sammellager wird eigentlich angezeigt, wenn die, was die sammeln können. Oder man sagt ihm, was die sammeln können, ne? Ja, hier gibt es einiges. Wir tun es mal hier hin. Steinmetz brauchen wir auch. Ist das denn jetzt eine Steinsammelressource oder nicht? Gucken wir erstmal. Na gut, wie teile ich denn nochmal die Leute hinzu? Ah, wie ging es denn nochmal? Ich hab's vergessen. Ah ja, hier. Holzfäller. Und eine Holzfällerfrau. Und wir brauchen einen Baumeister. Bauarbeiter. Und dann brauchen wir noch eine Bauarbeiterine. Arbeitsplatz zeigen. So. Auftrag abgeschlossen. Bauarbeiter zuweisen. Haben wir. Erhöht den Rang eurer Dorfbewohner auf bürgerliche. Ah. Guck, jetzt tragen sie ihr Zeug dahin. Oh, viele neue Sounds. Super. Das sieht toll aus. Ich bin sehr überrascht. Ich bin gespannt, was für Gebäude wir noch haben. Sägewerk, Holztor, Steinmetz. Steinmetz, Hütte, ja. Steinmetzlager, Hütte. Markt, Holzbrücke, Zierstrauch und Zaun. Das waren die alten Sachen. Wir konnten einen Baum setzen, einen Strauch oder nur Sträucher und Zäune. Okay, das haben wir. So, jetzt gehen die Holzfäller ans Werk. Gebäude fertiggestellt, Holzfällerlager. Es gibt keinen Abbaubereich für Holzfäller. Genau. So, jetzt müssen wir hier gucken. Abbaugebiet. So, ihr könnt den Wald roden, meine lieben Damen und Herren. Das könnt ihr mitnehmen hier. Das markiere ich jetzt mal gerade. Das finde ich sehr gut. Das erlaubt denen halt, wo sollen sie was abholzen, wo nicht. Damit man hier nicht irgendwas verliert, was man gerne behalten will. So, die produzieren nur Bären. Okay. Dann haben wir das ja richtig gesetzt. Sammler haben wir zugewiesen. Guck, die laufen eigene kleine Wege. Und seht ihr, desto öfter die da langlaufen, desto kleiner wird das Gras und irgendwann ist da nur noch ein Weg. Wow. Guck, wie weit Grasränderdistanz. Ich hoffe, irgendwann wird mal was erfunden, dass nicht diese Grasränderdistanz in Spielen existieren, aber ich kenne kein Spiel, das bis jetzt bezwungen hat. Okay, Lagerhaus. Braucht 15 und Dingenssteine. So, dann machen wir jetzt mal Steinmetzlager. Das setzen wir einfach auch mal in die Nähe, oder? So. Steinmetz. Steinmetz. Träger. Ne, Steinmetz. Oh, wir haben ein paar Träger. Ich glaube, wir haben zu viele Steinmetze. Träger.
Los, meine, die sehen aus wie so, amerikanische, Pioniere, ja? Die Pilgerväter. Ah, ist das angenehm hier. Habt ihr kein Lager, ne? Naja, wir werden sehen. 36 Holz, 15 Dingens. Dann bauen wir jetzt mal das Lagerhaus auch. Und zwar, drehen. Wir gehen nochmal drehen. Steuerung, horizontale Mausbewegung. So. Wer ist denn mit hier hin? So? Oder so? So ist besser, oder? Es muss nicht alles symmetrisch sein. Guck mal, er baut schon vorher die Steine zurecht. Beim Steinmetzlager, guck. Oder arbeitet er jetzt tatsächlich hier schon? Nee, ist ein Bauarbeiter. So, das ist auch fertig. Dann machen wir jetzt noch... Haben wir schon gemacht, haben wir schon gemacht. Okay. Baut meine kleinen, fleißigen... Ach, wir haben keine freien Dorfbewohner, ne? So, warte, gerade mal gucken. Wir müssen jetzt einen Sammler. Wir brauchen einen Sammler, weil wir haben nur noch 10 Bären. Eigentlich mag ich, das unscharfe Distanzzeug nicht, aber es ist gerade richtig hübsch. Oh, guck mal, wie fleißig sie Holz hackt. Aus der Hüfte ein graziler Schwung an den Baum. Ach ja. So, Steinmetzlager haben wir auch. Baut einen Markt und richtet ihn ein. So, nächste Mission. Dann bauen wir aber erstmal... Ja, ich weiß ja nicht. Ach, warte mal, ist das neu mit dem Marktplatz? Lebensmittelstand, Warenstand, luxuriöser Stand. Das ist ja cool. Baubeginn. Ne, wir warten erstmal, bis das Lagerhaus fertig ist. Wenn ich das überhaupt bauen kann. Ja, das müsste gehen. Bretter, scheiße. Wir brauchen ein Sägewerk. Aber den Markt jetzt schon bauen, der ist doch teuer. Okay, bauen wir ein Sägewerk. Dafür brauchen wir, das mal gucken, 100 Gold haben wir. Das braucht Bretter. Okay. Was soll's? So, so rum, ne? So. Baut es, meine kleinen Freunde. Baut es auf. Holzfäller. Träger. Level. Blabla. Wir müssen jetzt erstmal hier... Wir machen mal kurz schnell, weil wir sind in einem kleinen Arbeitsloch. Aha, Bärenmann gebracht. Eigentlich brauchen wir den Marktplatz, damit die Bären an die Leute vergeben werden. Aber ich will gerade wenigstens das Sägewerk und das Lagerhaus fertig haben. Weil ich nicht weiß, wie viel der Marktplatz braucht. Ach so. Das ist so cool, oder? Die werden aber auch gleich, glaube ich, geupgradet. Waren. Blaues Zelt. Ach, das kann man dann draufsetzen. Man hat den, sagen wir mal, man hat den Lebensmittelstand. Hier. So. Bam. Und dann macht man da ein rotes Zelt drüber, weil es ja Lebensmittel. Oh, das snappt sogar. Ist das cool, oder? 20 Gesamtkosten. Oh, das haben wir aber nicht. Das können wir noch gar nicht machen. Rechtsklick, Auswahl auslöschen. So kostet das nur 10 Holz. Machen wir noch einen Warnstand.
So, Bau beginnen. Ja, Holz haben wir nämlich genug. Haut drauf, meine Kleinen. Machen wir wieder ein bisschen langsamer hier. Erhöht den Rang, euer Dorfbewohner, auf Bürgerliche. Baut einen Markt, richtet ihn ein. Baut einen Markt, einen Marktarbeiter. Ich glaube, Träger brauchen wir nicht so richtig. Marktarbeiter. Da fehlen noch Steine. Steine haben wir jetzt nicht so viele. Ich glaube, es reicht, wenn wir einen Bauarbeiter haben. Und zwar wird dann hier aus auch ein Steinmetz. Ach, egal. Nee, du machst jetzt weiter Bauarbeiter. Was haben wir denn hier? Holzfäller, Marktarbeiter, ein Träger. Ah, die leveln auch damit auf. Das ist halt auch cool. Bom, bom, bom. Denkmal. Also, es gilt als Denkmal. Einnahmen durch den Verkauf von Waren an ihre Dorfbewohner. Ja, hier, Bären. Abgeschlossen! Markt kriegt ihn ein, bla bla bla. So, Bären sollen verkauft werden, damit die Leute auch essen können. Das ist wichtig, sonst haben wir, glaube ich, noch wichtiger als das Sägewerk tatsächlich. Also, hört nicht auf mich. Freischalten, Handelsroute. Bla bla erhalten, genau. So, warte mal, ich muss mal kurz hier F7. So, meine Aufnahme... Dingens wächst und sich, nämlich nix. Mauern bauen, Haushalt. Konsumbewohner, Handel. Jetzt können wir die Handelsrouten freischalten. Wir brauchen 20 Bretter, um Davenport freizuschalten. Die Nachbarstädte, Northbury, Middle. Und dann kommt ein Händler an, der kommt von irgendwo angelaufen, macht so eine Handelsroutenstraße und dadurch kommen auch die neuen Leute dann in die Stadt. Wenn nicht auch einfach so, das weiß ich halt nicht. Guck mal, mit den Wegen, wie cool. Guck, Happy Little Roads. Happy Little Roads. Ist das nicht toll? So, dann mal weiter. Jetzt hier mal gerade fertig werden. Guck mal, acht, jetzt haben wir Beeren verkauft. 8 Gold für eine Beere, das ist schon. Wie brauchen wir denn hier noch? Oh, es sind noch einige Steine vonnöten. Pass auf, du wirst jetzt mal Steinmetz gerade. Es sei denn, es kann nur einer da arbeiten. Das wäre natürlich blöd. Ist nur ein Arbeiter pro Arbeitsplatz? Ne, jetzt sind es 2. Wollte gerade sagen. Es gehen bis zu 5 Stück. Ich brauche doch Wohnhäuser, ne? Brunnen. Oh, Brunnen. Ich versorge doch vorne mit, ja, mit Wasser. Aber ich glaube, das brauchen die gar nicht. Die haben ja die Bären, richtig? Noch ein Stein. So, ich muss das Spiel nicht mehr schnell laufen lassen an einem bestimmten Punkt. Ha, da ist es. Wunderschön. So, du wirst jetzt... Oder du... Ne, die Bauarbeiterin wird jetzt... Oh, Schreiner. So, Emily. Emily wants to play. Ach, die Musik. Erinnert mich ein bisschen an Stronghold. Obwohl die auch unschlagbar ist seitdem. Das ist cool, wenn erstmal alles voll ist und man hört die ganzen Arbeitsplätze arbeiten. Wunderbar. Meine Güte. Hübsch, hübsch, hübsch. Was haben wir denn hier eigentlich an... wo sind eigentlich meine Hotkeys? So hübsch. Ich weiß nicht, ich gehe da voll drauf ab.
Super cool. Wir haben noch nicht mal ein Brett gemacht. Und man hört die ganze Zeit, wie die Bretter fallen. Freischalten Handelsroute. Ja, ja. Das wird jetzt erstmal das nächste Ziel sein. Dafür brauchen wir aber die Bretter. Und jetzt... Ach so, jetzt wird ja erstmal das Lagerhaus gebaut. Das kostet jetzt auch mal die Bretter. Also es geht ja doch schon recht fix mit den Brettern. So, Steinmetz. Nichts zu tun, nichts zu tun. Das wundert mich, warum eigentlich nicht? Ach, die haben kein Wasser. Die Grundbedürfnisse. Also ist doch Wasser ein Grundbedürfnis. Used to have a problem. Aldemar ist zu blöd zu kapieren, dass Wasser natürlich wichtig ist. So. Wo tun wir denn hin? Hier? Hier. Natürlich ist der Brunnen wichtig. Sowas Dummes auch. Ich glaube, davon haben wir echt einiges. Holz auf jeden Fall direkt 10. Steine müssten wir auch wieder einiges haben. 10. Ich glaube, die Siedler waren die ersten mit dem Hammer auf den Boden hauen, dass irgendwas gebaut wird. Siedler 1 damals, kann ich mich gut dran erinnern. Und dann das erste Siedler, wo man sehen konnte, dass erst so ein Holzgerippe entsteht. Meine Güte. Wow. Das glaubt man beim ersten Siedler auch so. Das erste eine Holzgerippe und dann wurde irgendwie die zweite Schicht drüber gelegt. Das war einfach nur sowas von unten nach oben. So ein Bild, was erschienen ist. Ah. So. Das haben wir. 2 Dorfbewohner. Von wo? Von wo? Sind die schon da? Nee, ne? Kommen die da? Nee. Von irgendwo werden sie kommen. Brunnen. So, da müssen wir keinen dran machen. Nee. Ihr habt erstmal einen Brunnen. Guck mal, wie sie jetzt alle fleißig arbeiten, ich Trottel. Wunderbar. Baut mal eine kleine fleißige Bienchen. Neue Zone, Wohngebiet ist verfügbar. Ah, ja, stimmt ja. Das war mit dem Wohngebiet. Oh, eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt ihre Bemühungen bei der Gründung ihrer Siedlung an. Ich bin nur dein bescheidener Diener, o großer König. Dorfbewohner fehlt es an Platz. Wo bau Wohngebiete? Wohngebiet. Da ist der Brunnen, der braucht ein bisschen Platz. Ist das hier so rot? Wegen der Küste? Und hier ein bisschen aufpassen. Ich brauche ja noch den Marktplatz. Der geht dann hier hoch. Oh, hier ist ja alles Mögliche rot. Ich hoffe, das hat nichts zu bedeuten. So, was haben wir denn hier? Träger. Okay, die anderen sind noch nicht da. Machen wir so. Ich glaube, so früh hätte ich das Lagerhaus gar nicht bauen müssen. So, dann haben wir jetzt Ressourcen über, oder? Baut eure Häuser, meine... Oh, guck mal, da ist sogar Zaun. Machen die das jetzt direkt? Das ist ja abgefahren. 10 Leute haben schon. Antoine. Neue Freischaltmöglichkeiten. Holztor, Steinmetzhütte. Ländliche Kirche. Oh, jetzt schon. Aber ländliche Kirche ist auch neu. Okay. Pass auf, Handelsroute. Jetzt haben wir 0 Bretter zur Verfügung. Wir machen jetzt hier ein paar nochmal rein. 3 Stück in die Schreinerei. Okay. Was ist ein großes Haus, das sich baut? Mal gucken. Ich bin gespannt,
inwiefern es anders jetzt aussieht als zu der Alpha-Version. Dieses Spiel ist so cool. Ich bin schon in der Alpha so geflasht gewesen, wie gemütlich das Spiel eigentlich ist. Oh, guck mal hier. Ah, cool, das haben sie auch geändert ein bisschen. Ich habe die erste Alpha-Version gespielt, da sind ein paar Versionen rausgekommen, seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Cool, super schön, super schön. Leute, das war meine erste Folge Foundation. Wir sehen uns wieder in vielen weiteren Folgen. Und bis dahin, wie immer, haut rein. Abo nicht vergessen, Daumen nach oben. Kommentieren bitte, das hilft ungemein. Ihr seid die Besten und bis dahin, haut rein.